Jo, hier ist Francis Herdes. Ah, jetzt komme ich gerade vom Einkaufen und das ist ja gerade hier in Hamburg, aber ich glaube in der ganzen Welt so ein bisschen wie im Wilden Westen. Es geht drunter und drüber, so vieles verändert sich gerade und diese Masken. Was sagst du zu dem Thema mit den Masken? Hast du dir eine selbst genäht oder verwendest du deinen Schal oder hast du dir extra so medizinische bestellt. Das ist schon verrückt, wenn man heutzutage einkaufen geht und verrückt, was gerade so in der Welt geschieht. Und wenn du willst, kommentier doch hier gerne, wie siehst du das Thema mit den Masken? Und auch, ich weiß, viele von meinen Freunden sind duftend unterwegs, deshalb, wie duftet deine Maske? Ist das für dich eher so eine stinkige Angelegenheit oder, oh, jetzt muss ich das wieder aufsetzen? Oder hast du ein ganz großes Pflichtgefühl, auch anderen gegenüber sich zu schützen? Da gibt es natürlich verschiedene Seiten dazu. Und ich finde es ganz interessant, was im Moment gerade so los ist in der ganzen Welt, was sich da transformiert, was sich da zeigt. Und alle, die die Augen aufhaben, die wach sind, die spüren energetisch und sehen, was da sich gerade alles so umwälzt. Und deshalb das Gefühl wie im Wilden Westen, wenn man so alltägliche Sachen macht, wie zum Beispiel zum Einkaufen gehen. Ich glaube, für viele Menschen ist das gerade so richtig so eine Zeit, wo sie auch sehen, was eigentlich wieder wichtig ist. So wie die Cowboys damals im Wilden Westen, die noch diesen Entdecker-Spirit hatten und teilweise dann auch so einkaufen gegangen sind, in Anführungszeichen. Ja, die eigentlich ihre Welt wieder neu für sich definiert haben, die ganz neues Land entdeckt haben, sich ein ganz neues Leben aufgebaut haben. Und das finde ich einen interessanten Gedanken. Deshalb bin ich heute hier in meiner Cowboy-Kleidung, die ich eigentlich nur im tiefsten Winter anziehe, wenn ich zum Reiten gehe. Ich bin seit Jahren Reiterin und liebe es auch Western zu reiten. Und gerade so im Winter, um das Gesicht zu schützen, um richtig schön warm zu bleiben, reitet man dann mal so richtig wie so ein Cowboy aus. Aber zum Thema, wie duftet deine Maske? Ich habe sie immer nicht lange auf, nur solange das notwendig ist, nur solange, um mich und andere zu schützen, auch da drin und mich wie im Wilden Westen zu fühlen, mit dem Pferd draußen angebunden vom Supermarkt. Und es gibt einige Dinge, wie du das Ganze auflockern kannst im Moment. Diese Maske ist ja ein Symbol im Moment, was manche nehmen so mit Leichtigkeit, manche sagen, ja, ich muss das unbedingt machen, ich muss unbedingt schützen. Andere erinnert das wieder auch an ältere Themen, die hier in Deutschland noch gar nicht so lange vorbei sind, dass Menschen markiert werden, dass Menschen bestimmte Sachen nur mit dieser Markierung machen dürfen oder auch nicht machen dürfen. Und da kommen so die unterschiedlichsten Gefühle und auch Themen auf in den Gesprächen, die ich im Moment mit ganz vielen Menschen führe. Und das ist ganz, ganz interessant. Dazu werde ich dir vielleicht in einem späteren Video nochmal was erzählen. Diese Gefühle, die da aufkommen mit dem Thema Freiheit, mit dem Thema alte Themen, auch gerade in unserem Land. Aber jetzt mal, wie duftet deine Maske? Um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Tanja schreibt schon, Orange hilft, die Maske zu ertragen. Mir hilft zum Beispiel, Cowboy zu sein, diese Maske zu ertragen. Und ich zeige dir jetzt drei tolle duftende Mischungen, wie du das Ganze ein bisschen auflockern kannst. Und auch, wie du den Menschen um dich herum helfen kannst, in dieser Zeit ein bisschen gelassen zu sein, in dieser Zeit, sich zu schützen, sich zu reinigen und auch im Frieden zu sein vor allen Dingen. Die allererste Mischung, die ich dir zeige, ich habe sie hier in meinen Cowboy-Westentaschen. Das ist die Diebe-Mischung. Die Diebe-Mischung ganz, ganz würzig aus Nelke, Zitrone, Zimt, Eukalyptus und Rosmarin. Und ganz, ganz wichtig ist, egal was du für eine Maske hast, die sind ja, selbst wenn du so einen Schal hast, so wie ich, der ist bei mir seit Jahren so zum Joggen im Winter, zum Reiten im Winter, einfach draußen sein. Diese Masken haben ja alle so ein bisschen Elastik und man kann sie auch Baumwollmasken natürlich holen. Und wichtig ist, wenn du ätherische Öle da aufträgst, dass du dir zuerst mal so einen Tropfen auf die Hand machst
und das zwischen deinen Handflächen verreibst, nicht direkt auf die Maske, denn wenn da so elastische Anteile drin sind oder auch wenn du so eine synthetische Maske hast, dann kann es sein, dass du den Loch da reinmachst, weil die Öle ja so gut diese ganzen künstlichen Sachen auflösen. Deshalb mach dir das auf die Handflächen und gerade wenn du eine Baumwollmaske hast oder so ein Tuch, dann kannst du wunderbar die Diebe hier drauf verreiben und dann hast du richtig wie so ein Diffuser vor der Nase und das duftet so richtig und du atmest das ja auch ein und das reinigt auch so richtig. Also es ist ganz, ganz angenehm, wenn du diese Maske dann so trägst. Das mache ich seit Jahren, eigentlich seit meiner Kindheit auch. So, da muss ich sie wieder richtig festmachen. Seit meiner Kindheit, meine Schwester und ich, wir sind früher als Kinder immer stundenlang im Wald geritten und haben Pferd gespielt und so. Und daher kenne ich das mit diesen Masken schon, wenn es mal so richtig kalt ist. Und damit man sich gut reinigt und auch gut schützt, da mache ich dann oft so die Diebe mit da drauf. Das ist ein sehr, sehr duftendes Erlebnis dann. Das zweite gute Mischung, die ich gerne drauf mache, ist die Ölmischung Purification heißt sie. Purification heißt übersetzt Reinigung. Und diese Masken haben ja auch das Thema Reinigung und Schutz. Und hier, das ist so eine Mischung aus Zitronella, Rosmarin, Zitronengras, Teebaumöl, Lavandin und Myrte. Und das ist übrigens auch gut, wenn du diese Mischung mit in der Tasche hast, falls dir das Deo mal versagt zwischendurch oder wenn mal stinkige Menschen um dich herum sind. Und mit stinkig meine ich einerseits physisch, andererseits aber auch emotional. Gerade im Moment sind ja viele so on the edge, kann man sagen, viele, die irgendwie gestresst sind oder denen die Situation Angst macht, die sich Angst machen lassen. Und dazu gibt es ja auch verschiedene Berichte, wenn du dich mal so umschaust. Und Purification ist sehr, sehr gut, um physisch und energetisch zu reinigen und auch für gute Laune, denn Zitronengras, Lavendel, das ist so ein bisschen beruhigend, so ein bisschen entstressend auch in dieser Zeit. Und übrigens, Teebaumöl, was hier in der Mischung mit drin ist, ist auch sehr, sehr gut zur Erdung. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, oh, das läuft dir irgendwie alles gerade verrückt, so viel los und auch energetisch, spüre ich da so viel im Moment, da kannst du dir so einen Tropfen Teebaumöl nehmen und zur Erdung und dass du in deiner Energie wieder bist, das einfach mal unterhalb des Bauchnabels auftragen und dann einfach riechen, einfach reinspüren und dann ja energetisch auch so reinigen, dass du wieder in deiner eigenen Energie bist. Purification ist super gut, wenn dir irgendwas stinkt, sei es jetzt emotional, dass du ein Riesenthema hast mit den Masken und was das mit der Freiheit bedeutet und wieso das Ganze jetzt, dann kannst du Purification verwenden, um da so ein bisschen mit Ruhe und Gelassenheit dran zu gehen, weil ich glaube, im Moment passieren immer noch ganz viele Sachen, wo Sachen neu geordnet wird, wo ja ganz, ganz viel auch im Hintergrund passiert. Und da kannst du Purification richtig schön vor der Nase haben, um dich daran zu erinnern, okay, so eine Reinigung ist manchmal wie so ein Sturm, wie so ein Gewitter und danach ist die Luft wieder so richtig schön klar und danach fühlt sich alles wieder so richtig frisch an. Eine dritte Ölmischung für die Maske, bei den vielen Themen, die ja im Moment so aufkommen in der Gesellschaft, in der ganzen Welt, finde ich auch persönlich die Ölmischung Common Sense. Common Sense heißt übersetzt gesunder Menschenverstand. Sehr, sehr hilfreich, denn dass wir ja in unserem gesunden Menschenverstand bleiben, dass wir Dinge nicht überspitzen, dass wir uns nicht Angst machen lassen, dass wir in unserer Ruhe und Kraft sind und vor allen Dingen mit gesundem Menschenverstand an die Dinge herangehen. Das ist einfach mal eine Herangehensweise, eine Inspiration auf duftende Art und Weise. Common Sense ist eine tolle Ölmischung und schauen wir uns mal an, was da so drin ist. Ganz interessant, Weihrauch. Weihrauch als allererstes. Weihrauch, was dir hilft, dich energetisch wieder nach oben hin zum universellen Bewusstsein anzubinden. Jetzt gerade werden ja viele Menschen auch aktiv, viele Menschen wachen auf so in der Welt und werden sich bewusst, was ist mir eigentlich wichtig in meinem Leben. Jetzt, viele haben Zeit mit ihrer Familie verbracht, viele haben
viel Zeit mit sich selber verbracht und hatten auch viel Zeit, mal nachzudenken, will ich eigentlich so weitermachen, wenn viele Sachen wieder öffnen, oder will ich mich mal komplett neu ausrichten? Gefällt mir das so, wie ich bisher gelebt habe? Gefällt mir das so, wie ich bisher gearbeitet habe, wie ich bisher im Stress war? Oder möchte ich einiges umstellen? Und auch deshalb das Cowboy-Outfit hier. Ich liebe das, wie gesagt, zum Westernreiten, aber es symbolisiert für mich auch die Freiheit. Die Freiheit, die wir im Denken haben, die Freiheit, die wir in dem haben, was wir tun. Und auch die Freiheit, dass du bestimmen kannst, was du mit deinem Leben machst. Und das ist, glaube ich, für viele jetzt auch der Punkt, zu schauen, wo vieles noch einfach ganz ruhig ist, wo aber einiges wieder geöffnet wird jetzt. Willst du so weiterleben wie bisher in deinem persönlichen Leben, in deinem Stresslevel, in deiner Gesundheit, in deiner Balance zwischen Entspannung und Ruhe, in der Zeit, die du wirklich dir für dich nehmen kannst, für deine Lieben? Oder willst du einiges verändern jetzt in der Zeit? So wie die Cowboys, die Pioniere, die sich ein ganz neues Leben aufgebaut haben, weil ihnen das Leben auf dem alten Kontinent nicht mehr gefallen hat, heute sind sie losgezogen, haben sich was Eigenes aufgebaut. Und das ist, glaube ich, jetzt eine gute Zeit und auch voll die Energie dafür da, da mal zu schauen, bei sich selber, möchte ich da vielleicht einiges verändern in meinem Leben. Und Common Sense ist eine tolle Ölmischung, wo Weihrauch uns so richtig nach oben hin wieder anbindet, dass wir uns verbunden fühlen. Dass wir uns verbunden fühlen mit anderen Menschen, mit der Natur, mit dem Göttlichen, je nach deiner Weltanschauung. Vielleicht nennst du es auch Supreme oder glaubst an Jesus. Dieses Gefühl des Verbundenseins, dass du jederzeit verbunden bist und jetzt nicht isoliert, so wie das immer ja im Moment als Riesenthema auch so aufkommt. Ylang-Ylang ist hier mit drin im Common Sense, was sehr, sehr gut die männlichen und weiblichen Energien ausgleicht, also dir auch hilft, in deinem inneren Gleichgewicht zu sein. Dann Okothea, bisschen zimtig, so ecuadorianischer Zimt, was ein bisschen Feuer unterm Hintern macht. Und ich glaube, das erleben jetzt viele Menschen. Gibt einige Situationen, die wir im täglichen Leben so erleben, aber auch in dem, was uns als Nachrichten präsentiert wird im Moment, was vielen Menschen so innerlich das Feuer wieder entfacht. Moment mal, da gibt es ja einige Dinge, die will ich und kann ich nicht so hinnehmen, gerade so Thema Freiheit. Und so Gewürze, würzigere Sachen, die machen uns ein bisschen Feuer unterm Hintern, dass wir auch die Energie aufbringen, Sachen zu verändern, wenn es gar nicht mehr so weitergeht. Die Goldrute, sehr, sehr interessantes Öl. Da, ich erinnere mich da immer an das Riesenfeld auf der Farm in Mona, in Utah, wenn die Goldrute so in voller Blüte ist, das ist wunderschön zwischen den Bergen. Und Goldrute ist interessanterweise ein Öl, was hilft, wenn wir uns so richtig angefressen fühlen. Also zum Beispiel jemand hat etwas gesagt oder nicht gesagt oder gemacht oder nicht gemacht und das bringt mich so richtig auf die Palme. Das kann im direkten Umfeld sein, das kann auch im größeren Weltgeschehen sein. Und die Goldrute hilft, dieses Gefühl des, ja, ich fühle mich angefressen oder manche nennen es auch, oh, jetzt fühle ich mich so richtig angepisst, sorry für meine Sprache. Und das hilft, das einfach so ein bisschen zu besänftigen, sich anzuschauen, zu fühlen, aber dann auch diese Energie im Positiven zu nutzen, um was zu verändern und um etwas harmonischer zu machen. Die Weinraute ist hier mit drin im Common Sense und die ist sehr, sehr beruhigend, sehr, sehr, dass du so in deiner Kraft auch bist, dass du nicht aus dem Impuls heraus Dinge machst, sondern aus deiner inneren Ruhe und Kraft heraus. Denn ja, vieles, vieles sieht man jetzt auch in der Entwicklung, was so in Richtung Widerstand geht. Widerstand ist ja immer eine Gegenenergie, oftmals auch eine Energie, die eher zerstörerisch ist. Und ich persönlich, du kannst mir gerne deine Meinung dazu schreiben hier, freue ich mich drauf. Ich persönlich finde, man kann die Dinge verändern von innen heraus aus der inneren Ruhe und Kraft und über die Zeit heraus auch verändern. Nicht wie so eine Revolution, sondern wie so eine Evolution. So wie die Cowboys sich nach und nach ihr neues Leben aufgebaut haben und auf dem Weg viele Hindernisse hatten, viele Sachen, an die sie vielleicht nicht gedacht haben.
Dann Dorado Azul und Limette bringen nochmal ein bisschen Frische rein, ein bisschen Würze und gute Laune. Deshalb also Common Sense, das ist so meine Lieblingsölmischung für die Maske, um mich selber daran zu erinnern, hey, wenn man mit gesundem Menschenverstand in die Dinge dran geht, sich keine Angst machen lässt, sondern sich wirklich umschaut, was kann ich machen, was kann ich beitragen, dann kann man die Dinge ganz anders beeinflussen, als wenn man jetzt so aus dem Impuls heraus ständig sauer ist oder ständig im Widerstand ist. Ja, deshalb Common Sense hier. Ja, das Gefühl des wilden Westens, es geht drunter und drüber. Schreib mir doch gern deine Erfahrungen jetzt mit der jetzigen Zeit, mit den Masken und was alles so los ist hier in den Chat. Ich freue mich auf den Austausch hier und ich freue mich schon wieder auch aufs Reiten gehen. Daran erinnert mich der Cowboy-Hut immer an die Freiheit, an diese Weite, die wir vor uns haben, wenn wir draußen in der Natur sind, und an diese Weite, die wir aber auch jederzeit in uns haben. Diese unendliche Frieden, unendliche Weite, die hier drinnen stattfindet und die jeder für sich selber da auch spüren kann. Das sind einfach mal einige duftende Tipps zum Thema Maske, zum Thema, wie duftet deine Maske, zum Thema Freiheit. Ich finde, wir sind in einer ganz spannenden Zeit gerade, wo sich ganz viele Sachen zeigen und auch verändern. Und freue mich darauf, von dir zu hören. Wie geht's dir in dieser Zeit? Was machst du mit den ganzen Sachen, die da um dich herum sind? Gerne auch im persönlichen Gespräch. Und ich schicke dir ganz liebe Grüße hier aus der Prärie in Hamburg, aus dem Wilden Westen hier. Ganz liebe Grüße und bis wir uns das nächste Mal sehen. Alles Liebe für dich.